Hallo, da ich jetzt schon öfter gefragt wurde, ob ich so ein Video mal machen kann und da gestern das Patch des verbesserten Dämmerungsfluts kam und es sich nun auch anbietet, dies zu zeigen, zeige ich euch heute unseren Dämmerungsflut. Bei dem Loot mit meinem ersten Chuck kann ich nicht wirklich vom verbesserten Dämmerungsloot reden. Eine Geisthülle, die man bereits bei der Vorhut kaufen kann, ist nicht wirklich der Hit. Interessanter sind da die 12-3 der Münzen gewesen oder, wenn ich nicht eh alles schon über 300 hätte, eventuell auch die 300er Arme. Also wer nicht über 300 ist, für den ist das auf jeden Fall interessant. Im nächsten Dämmerung kann ich da schon eher von verbesserten Loot-Systemen sprechen. Die versiegelten Ahamkara-Griffe mit 310 haben zwar nicht die tollsten Perks, die haben mir aber noch gefehlt in meiner Sammlung. Also eventuell werde ich die in andere Arme rein infodieren, mal sehen. Weiß ich noch nicht. Auch 20 seltsame Münzen und 11 3 der Münzen können sich auf jeden Fall sehen lassen. Von daher, hier ist wirklich eine Verbesserung zu sehen. Im letzten One hatte ich wieder das Glück, eine Extra zu bekommen. Diesmal habe ich die Wahrheit auf 310 bekommen. Die hatte ich noch nicht, obwohl es eine Jahr 1 Waffe ist. Aber umso besser ist es, denn so füllt sich meine Sammlung langsam. 10 3 der Münzen sind auch noch okay. Pech hatte diesmal Herr Kuchen mit 290er Arme und einem blauen Engramm. Alles in allem würde ich schon sagen, dass sich der Loot verbessert hat. Man bekommt jetzt auch öfter mehrere seltsame Münzen oder 3 der Münzen. Mit denen kann man auf jeden Fall auch einiges anfangen. Exos droppen meiner Meinung nach nicht öfter, denn sonst hatten die beiden Jungs, mit denen ich immer spiele, fast in jedem Dämmerung Exo. Und ich war die Einzige immer ohne Exo. Ich hatte diesmal Glück. Meine Frage wäre jetzt, was sind eure Erfahrungen? Findet ihr, der Loot hat sich verbessert? Oder beziehungsweise was habt ihr so bekommen gestern in Dämmerung oder eventuell auch heute? Schreibt es mir doch in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!